Willkommen zu diesem Tutorial von Hashtag United in Sound mit dem Stück Overroll. Ich möchte euch zeigen, wie ihr eure Finger am besten auf Geschwindigkeit bringt mit solchen Rollbewegungen, wo Finger nacheinander spielen. Und ausnahmsweise dürft ihr hier sogar ein kleines bisschen schmieren. Also wir werden uns viel über Impulse unterhalten und in diesem Stück ist es absolut erlaubt, sowas auch mal unsauber ein kleines bisschen zu spielen, solange der Impuls sauber kommt. Darauf kommt es an. Und wir steigen jetzt ein, indem ich euch Bausteine zeige, wie ihr euch euren ersten Teil zusammenbasteln könnt. Sowieso könnt ihr euch ein Grundtempo wählen, das ihr von langsam nach schnell allmählich steigert. Und mit diesen Bausteinen habt ihr noch mehr Möglichkeiten, das Stück euren Anforderungen und euren Trainingswünschen zu gestalten. Wir haben pro Takt 4 Viertelschläge links. Im Gegensatz zu einem Beat-Rhythmus, wo wir jetzt jede Viertelschläge eigentlich betont haben, betonen wir aber nur den Taktanfang und die Taktmitte. Diese Schwingung heißt in der Musik à la Breve. 1, 2, 1, 2, 1 und 2 und 1 und 2 und anstatt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Unsere Hauptzählzeiten sind in dem Fall also halbe Noten. Und wenn wir rechts unseren Daumen hier auf das A legen und diese Hauptzählzeiten mal mitspielen, dann haben wir schon unseren ersten Baustein. Nächster Baustein kippt von diesem Daumen auf den Zeigefinger, ist der Anfang von dem Roll. Und achtet, was uns um die Impulse geht, schon jetzt darauf, dass ihr den Daumen ein kleines bisschen bewusster und tiefer drückt und den Zeigefinger dem Daumen unterordnet. Wenn ihr genau hinhört, dann merkt ihr, dass ich, obwohl ich die Balkspannung konstant halte, den Daumen immer ein kleines bisschen raushole aus dieser Melodie. Sucht mal nach dieser Ebene und findet die eben über den Tastendruck. Dieses Pendelmotiv, Nummer 2, Nummer 3, jetzt 4 Töne nach einem Daumen. Wenn ihr das ein bisschen schmieren wollt, darf es auch so klingen. Nur wichtig, startet wieder mit dem Daumen auf der Taktmitte. Wer die Geschwindigkeit weiter steigern möchte, kann jetzt triolische Bewegungen spielen. Also wir haben 4 Daumen pro Takt und jeweils eine Triole danach. Da kommt mein erster Tipp an euch. Wenn ihr den Daumen am Anfang schwer nehmt und danach leicht, habt ihr die Möglichkeit für euren Kopf eigentlich eine Zweierschwingung draus zu machen, anstatt viermal an die Triole zu denken. Ihr denkt dann nur noch schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, leicht, schwer, 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 schwer. Und hört mal her, wie das bei mir langsam klingt. Man merkt auch, dass man diese Struktur besser verstehen kann. Und für die Cracks natürlich auch eine Viererbewegung in Sechzehnteln. Für die gilt genau dasselbe Prinzip wie eben schon für die Triolen mit diesem Daumen schwer und leicht. Jetzt haben wir die ganze Zeit aufwärts steigende Melodien gehabt. Wir können das Ganze auch abwärts fallend machen. Haben als Eckpunkte für diese Bewegung also unseren Daumen und unseren fünften Finger auf fünf weißen Tasten nacheinander. Und die drücke ich tief. Die anderen kann ich ein kleines bisschen schmieren. Jeden dieser Bausteine jetzt nochmal zweimal zum Nachvollziehen. Grundschwingung, Pendel, Achtelbewegung, Triolen, Sechzehntelbewegung und am Ende hoch und runter. Super, ihr seid richtig gut dabei. Um ein richtig schönes Thema draus schreiben zu können, brauche ich noch einen Baustein, der ein bisschen anders gefärbt ist. Und dafür wechsle ich links auf G-Dur in diese Position und baue rechts dieses Mal Motive mit Kippbewegungen. Ich habe hier also diesen ersten Baustein auf meinen Hauptzählzeiten. Wenn ich den verdoppel und da vorne Wechselnote mit reinnehme, komme ich auf Baustein 2. Und wenn ich dieses Tempo des Bausteins 2 wieder verdoppel, komme ich auf Nummer 3. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, etwas mit
fallenden Tonleiterbewegungen zu bauen. Ich spreiz meine Finger hier jetzt eins weiter und habe folgende Melodie. Oder wer möchte, in Treppenform, wo ihr jeweils auf die Haupttöne vom Baustein zuvor ein bisschen Handgelenk drauf nehmt und so eure Bewegung steuert. Oder für die schnellen Finger Triolen. Geschmiert darf es auch so sein. Hauptsache, ihr startet zur rechten Zeit. Am Ende nehme ich zweimal denselben Fingersatz. 3, 2, 1, damit mir die Finger nicht ausgehen. Auch jeden dieser Bausteine nochmal in Serie mit Wiederholung. Kippe, beschleunigte Kippe, Achtelnoten, fallende Tonleiter, Treppe und Triolen. Wir sind soweit, jetzt diese Bausteine zu einer Melodie zusammenzuführen und ich zeige euch die Melodie, die ich für Rollover gewählt habe. Ihr könnt dann natürlich selbst ein eigenes Stück mit diesen Bausteinen machen. Am Anfang beschleunigen wir die Bewegung in der rechten Hand. So dass wir auf diesen ersten Teil kommen. Und wir wiederholen jeweils die erste Zeile. Wie so ein Anlauf ist und die zweite Zeile, die können wir dann ein kleines bisschen verändern. Erste Zeile ist also jedes Mal und die zweite Zeile beim ersten Mal. So, beim zweiten Mal zum Beispiel so. Wer es virtuoso machen möchte, kann anstatt zwei Tönen natürlich auch wieder Triolen nehmen. Möglichkeit für die dritte Wiederholung. Virtuos oder als Grundbaustein anstatt aus der vorherigen Variante jetzt aufsteigende Bewegung. Und dann so eine Pendelbewegung groß. Und diese Pendelbewegung verdoppelt. Das Ganze ist die Rahmenhandlung eigentlich für unsere virtuose Bewegung, also das, was ihr in der unteren Zeile in eurem Skript zum Download schon üben könnt, das hilft euch dann später auch die obere Zeile sauber und schnell spielen zu können. Ich empfehle euch, erst die unteren Zeilen durchzuarbeiten und dann auf diese Grundlage, dass eure Positionen schon stimmen und ihr die Bewegung abgesichert habt, die oberen Zeilen nach und nach einzuflechten. So, folgendermaßen klingt jetzt also dieser Teil mit drei Wiederholungen. Und dann landen wir bei einem schönen Abwärtslauf. Um zum nächsten Teil überzuleiten. Die virtuosere Variante davon wäre anstatt. Und dann setzt eine Bassbegleitung ein, die ich euch auch noch kurz erklären möchte. Wir haben grundsätzlich unsere Finger mit dem dritten Finger oben auf dem A gestartet in Linienposition auf Bassknöpfen. Den zweiten Finger verwenden wir, um unseren Dur-Akkord zu spielen, im Two-Beat. Und um diese Bewegung ein bisschen abzuwechseln, rollen wir unseren fünften Finger nach innen auf den G-Dur-Akkord und haben jetzt eine Kippe oben und eine nach unten. Das gibt richtig schön Schub, um in den nächsten Teil reinzuleiten. Dann die Melodie für Teil Nummer 2. Ich habe meine Finger hier oben an den schwarzen Tasten auf 5 Tasten. Der Zeigefinger bekommt eine schwarze, das Fis und den Daumen spreizt sich runter auf das D. Das ist meine Startposition. Und daraus spiele ich jetzt
Zunächst so eine Kreiselbewegung. Und dann eine beschleunigte Kreiselbewegung, die ich wiederhole. Über das Handgelenk könnt ihr das Ganze wieder ein bisschen knackiger, kürzer spielen. Variation. Weiße Tasten, Finger nebeneinander. Von oben nach unten gerollt. Dann spiele ich euch jetzt mal diesen ganzen Teil vor und den Zwischenteil von Teil 2 noch dazu mit rein. Ihr seht schon, dass dieser Teil verwandt ist mit dem ersten. Ich verknüpfe die, indem ich hier zuerst auf dem dritten Finger lande und dann entweder einen stummen Fingerwechsel mache. Das lohnt es sich mal zu trainieren, dass ihr den dritten liegen lasst und auf den ersten wechselt, während die Taste noch gedrückt ist. Damit seid ihr dann nämlich automatisch schon in der perfekten Startposition für den Zwischenteil. Fünf Finger, fünf Tasten übereinander. Wenn euch das mit dem stummen Fingerwechsel noch nicht so gelingt, dann wechselt einfach mit einer kleinen Pause vom dritten auf den ersten. Und in dieser neuen Position könnt ihr genau dieselbe Fingerbewegung nochmal durchführen, die ihr gerade schon gespielt habt. Links geht ihr dafür einen Knopf nach unten auf das D zur Begleitung. Als Variation spiele ich am Ende gar noch zwei Töne. Und dann gehe ich wieder zurück zu unserem A-Dur-Teil und kann Teil 1 von Teil 2 wiederholen. So, mit diesen zwei Teilen wäre die Songform eigentlich schon geschlossen. Ihr könntet jetzt nochmal Teil 1 spielen und hättet ein super Stück, das so funktioniert. Ich möchte noch ein kleines bisschen ein anderes Stilmittel mit reinbringen und habe hier einen perkussiven Part als Mittelteil. Dafür unterteile ich meine Hand in den starken Daumen und die zusammen auch starken restlichen Finger, legt den Handballen hier ans Instrument, habt für den Daumen hier also das Gehäuse, das auf der XS wirklich so schön metallisch klingt, und habt den Rest der Hand auf meinem Balg. Da kann ich jetzt so eine Kippbewegung ausführen und da schon einen prima Groove. Links dazu spiele ich folgende Begleitung. Ich überspringe jeweils einen Knopf und habe wieder diesen heroischen Klangcharakter. Jetzt aufs C. Wiederholung. Und zweimal F. Könnt lauter werden, um die Spannung zu steigern. Und wer fit ist, schafft es vielleicht sogar, diese Percussion auf die Begleitung, die wir gerade in Teil 2 gespielt haben, draufzusetzen. Kleiner Tipp, wenn ihr euch darauf konzentriert, dass eure Hände immer so vor und zurück sich gleichförmig bewegen, dann schafft ihr das effizient zu üben. Ich baue als Variation manchmal auch ein, dass ich dreimal den Balg nehme und davon jeweils die Taktmitte wieder betonen. Könnt ihr auch mal versuchen, das geht dann eben gegen diese Synchronbewegung der Hände und braucht ein kleines bisschen mehr Übung. Zwischen den Teilen könnt ihr damit experimentieren, ob ihr euren Bassknopf wiederholen wollt oder ob ihr auf einen anderen Bassknopf springt oder vom B aus aufwärts. Da habt ihr ein kleines bisschen Impro-Spielraum. So, nach diesem Percussion-Part können wir wieder unsere Melodie von Thema 1 wiederholen. Als Variation spiele ich hier jetzt ganz gern eine 2-Beat-Begleitung. Und ich könnte jetzt zum Beispiel auch, nachdem ich vorher die einfacheren aus dem System drunter gespielt habe,
die schwierigeren Motivbausteine aus dem oberen System in eurem Handout spielen. Nachdem der erste Durchlauf von dem Stück ziemlich schnell war, jetzt nochmal ein etwas gemütlicherer Durchlauf. Und ich danke euch wieder ganz herzlich, dass ihr heute reingeschaltet habt. Viel Spaß beim Training von diesen Rolls mit Rollover. Morgen, kleiner Ausblick, beschäftigen wir uns mit Boogie Woogie. Es beginnt ganz einfach und ihr werdet dahin kommen, auch solche in die Beine fahrenden Begleitformen zu spielen. Also seid wieder dabei, das kann alles auch bluesig, langsam gebraucht werden, eignet sich für Anfänger und für sehr weit Fortgeschrittene ebenso. Ich freue mich drauf, bis dann, euer Matthias.